Erstens mal ist es nicht selbstverständlich, dass wenn der Staat solche harten Maßnahmen jetzt beschließt, sie uneingeschränkt von den Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen werden, mit bis auf wenige Ausnahmen. Das ist, denke ich mal, auch dem geschuldet, dass viele jetzt verstanden haben, dass Mitmenschlichkeit sich genau in der Befolgung der festgelegten Maßnahmen auch entsprechend niederschlägt. Auf der anderen Seite sehe ich, wie man sich hilft, wie man auch, sagen wir mal, innerhalb der Wohnquartiere versucht, Unterstützung zu leisten, dass man für andere einkaufen geht, dass man vor allen Dingen sich um die Alten kümmert. Man weiß, man muss Distanz halten, damit sie nicht angesteckt werden. Aber auf der anderen Seite geht es ja darum, dass sie auch das Gefühl haben, weiterhin Bestandteil der Gesellschaft zu sein und demzufolge auch eine Kontaktpflege möglich ist, die sicherstellt, dass sich keiner alleine fühlt. Erstens ist es für jeden erkennbar, dass nichts selbstverständlich ist auf dieser Welt und dass so eine Pandemie das gesamte gesellschaftliche Leben sehr stark betreffen kann. Auf der anderen Seite ist es eben auch eine Chance. Jetzt fällt uns ein, was man alles machen kann, wenn man bestimmte Dinge des normalen Lebens nicht hat und trotzdem versucht, zusammenzustehen oder das eigene Leben zu organisieren. Man kann auf vieles verzichten, es geht trotzdem. Das ist vielleicht auch eine Chance, auch für die Zukunft zu sehen, dass man bis in das Umweltverhalten hinein neue Wege beschreitet, ohne dass man die Lebensqualität damit mindert. Ich lese zurzeit viel über frühere Epidemien in der Menschheitsgeschichte, aber eben auch die Aufarbeitung nach solchen Krisen, dass es Menschen immer wieder möglich wurde, Zukunft zu gestalten und aus den Tiefen des Lebens heraus wieder einen neuen Start zu finden. Musikalisch nützt sicherlich jetzt, dass man sich sozusagen auch versucht, meditativ auf das Wesentliche zu konzentrieren, aber eben auch viel miteinander im Gespräch zu bleiben und auch über Kunst und Musik zu reden, damit man nicht bloß immer über Statistiken und über Prognosen der derzeitigen Krisenbewältigung diskutiert, sondern eben auch die anderen Seiten des Lebens nicht völlig außer Acht lässt.